Hallo, ich bin Vicky Michalke und ich erzähle euch jetzt was über die Menschen, die mir täglich mit meinen Pferden helfen und ohne die das nicht möglich wäre. An erster Stelle steht, glaube ich, meine Mama, die ohne Wenn und Aber immer hinter mir steht, die das auch ermöglicht. Früher mich überall hingefahren hat, wo ich noch keinen Führerschein hatte, alles danach gerichtet hat, wie ich zum Reiten wollte und wieder zurück. Die auch einen LKW-Führerschein gemacht hat, um mich zum Turnier zu fahren. Und glaube ich, nicht selber reitet, aber die Pferde wahrscheinlich genauso liebt wie mich. Das sind wie so zweite Kinder für sie. Natürlich meine Trainer, Stefan Münch, mit dem ich jetzt seit 11 Jahren trainiere, und ja, Moni jetzt, wo ich einfach eine riesen Chance habe, einfach noch weiterzukommen, dran zu feilen, die einfach wahnsinnig viel Erfahrung hat im Spitzensport und ich da wirklich von profitiere. Und dann habe ich wirklich wahnsinniges Glück, tolle Leute im Stall zu haben, auf die ich mich 1000%ig verlassen kann und die auch mir immer Feedback geben, was sie für ein Gefühl haben, wie es den Pferden geht, ob das zu viel, zu wenig, ob sie gut geschlafen haben. Und das ist einfach, glaube ich, wahnsinnig wichtig, solche Personen zu haben, auf die man sich einfach 100%ig verlassen kann. Das ist zum einen Steffen, der ist meistens so auf den größeren Turnieren dabei und hat wahnsinnig viel Spaß mitzufahren. Dann ist das die Susi. Die ist jetzt 1,5 Jahre bei uns und kümmert sich auch zu Hause und fährt mit aufs Turnier, wenn Steffen gerne Lust hat. Aber die sind beide super, sind auch total lieb zu den Pferden. Dann haben wir noch Vladi, der ist seit, ja, ich glaube jetzt 8 oder 9 Jahren bei uns. Das war so derjenige, mit dem ich angefangen habe. Und der ist jetzt in unserem Ausbildungsstall zu Hause. Also die drei kümmern sich natürlich auch um die ganzen Kundenpferde und so die Berittpferde zu Hause. Und Vladi ist so der Mann für alles. Also der kann von alles reparieren bis zum Platz, bis kümmert sich übers Futter und auch mit den Pferden, wenn einer mal wild ist oder so. Das ist eigentlich wirklich gut. Super Mischung, sie drei. Stefan hat wirklich eine ganz tolle Art, mit Pferden umzugehen. Und am Turnier ist er wirklich so ein bisschen so ein Ruhepol. Also wenn man so an einen Abreiteplatz kommt und er steht da, dann weiß man schon, okay, es ist gut. Ich habe auch noch nie erlebt, dass er irgendwie, wenn man was falsch gemacht hat, einen irgendwie, ja, beschimpft hat oder so. Also man kann da total ruhig und gelassen mit ihm drüber sprechen und weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist so ein, ja, ein super Punkt, um eine lange Zusammenarbeit zu erreichen. Grundsätzlich, glaube ich, so nach der Prüfung habe ich immer kurz gerne Zeit für mich, wenn es nicht so läuft. Dann gehe ich mit meinem Hund und gehe eine Runde um den Block und überlege. Aber dann habe ich eigentlich schon gerne, dass mir auch jemand sagt oder dass ich mit meinen Trainern sprechen kann, was lief gut, was lief nicht gut. Ich bin jetzt nicht die Person, die nach einer verpatzten Prüfung schimpfend im Stall steht. Also ich glaube, da wird mich keiner sehen, sondern dann bin ich ein bisschen stiller und versuche aber trotzdem immer irgendwie noch mit was Positivem rauszugehen, weil ja, wenn man alles dann total schlecht sieht, dann wird es auch nicht besser. Also ich versuche dann immer irgendwie noch das zu sehen, wo ich weiterkommen kann. Alleine schafft man es nicht, also gar nicht. Man braucht einfach Leute, denen man vertrauen kann und die einem helfen wollen und denen das auch Spaß macht. Also ich finde es wahnsinnig wichtig, dass man zufrieden ist. Und wenn man nicht zufrieden ist oder irgendwas einem stört, dann muss man es ändern, weil sonst wird man auch nicht glücklich.